Mr. Wildstyle, also herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Wir sind nun endlich in San Fierro angekommen. In San Fierro, das ist die Stadt der Liebe, das ist die Stadt von 69, das ist die Stadt, wo R-Truth mit den zwei Mechanikern sie immer vorgetrönt hat. R-Truth? What's up, R-Truth? R-Truth, ich meinte Truth. So leicht kann man sich vertun. So leicht kann man sich vertun, wenn man dem Wrestling verschrien ist. Ja, wir sind in San Fierro und wir fangen sofort an mit den Snapshots. Dann haben wir die direkt hinter uns. Und so geil vorbereitet wie ich bin, habe ich meine Map nicht aufgemacht. Oh, das ist aber sehr schade und es zeigt aber nicht unbedingt von Zuverlässigkeit. Ja, ja, komm, Zuverlässigkeit. Blödes, dummes Gewäsch. Hä? Wo? Gewäsch? Ich wollte schon sagen, ich schieb mich gerade aus der selber raus. Snapshots, da haben wir's. 50 Stück gilt es zu sammeln. Dann brauchen wir nicht immer die ganze Zeit nach Los Santos zu rennen. Und wie gewohnt schaue ich nicht dazu, ich bin einfach nur dort, damit das der Part nicht langweilig wird. Ich spiele wie gewohnt Need for Speed Rivals. Er spielt Need for Speed Rivals. Immer noch. Und ich spiele immer noch Grand Theft Auto San Andreas. Ich wette mit dir, wenn ich das Video hochlade, sind die Weihnachtstage gerade angebrochen. Oh. Deswegen, wir haben heute der Tag, an dem ich das jetzt aufnehme. Ist der Nikolaustag. Ist der Nikolaustag und ich habe es auch vorher schon bei den Zuhältermissionen gesagt, ich habe einfach Bock, dieses Spiel zu spielen und es euch zu zeigen. Auch wenn es tausende San Andreas Let's Plays auf YouTube gibt, aber ich habe trotzdem Bock, es euch zu zeigen. Aber es gibt wieder Leute, die sind erst gerade 14, 13 geworden und ihr kennt es bestimmt noch nicht, aka Kevin. Gut, der kennt es aber, keine Ahnung. Ja gut, ne, er hat ja... Nach seinen Angaben hat er es ja gespielt. Aber so, ich glaube, seine Gringos kennen uns noch nicht. Seine Gringos? Ja, genau, seine Gringos. Seine Gringos Muchachos? Wahrscheinlich nicht. Der erste Snapshot, der erste Schnappschuss, den wir abfotografieren müssen, befindet sich am höchsten Punkt von San Fierro. Nein, das ist nicht Mount Chiliad, es ist hier unten. Keine Ahnung, was da jetzt gewesen ist. Mount Chiliad, der ist aber schön. Ja. Avispa Country Club. Nee, das ist das scheiß Ding da unten. Ich finde den besser modelliert als in GTA 5, weil du kannst so richtig rauf fahren. Das ist so ein richtig schöner Weg nach oben. Du kannst noch an der Seite hochlaufen. Oh, ja genau, das vor allem. Nicht so wie GTA 5, wo du alle 2 Meter irgendwo stecken bleibst, weil der Typ zu dumm ist. Yo! Verfolgung eines Razors. Oh Mann. So, hier oben ist der erste Snapshot. Vor allem zwischen 0 und 5 Uhr kann man die Zeile am besten sehen. So, da oben ist er. Seht ihr das Leuchten da oben? Zwischen 0 und 5 Uhr seht ihr dieses Leuchten am Himmel. Und dann wisst ihr... Aha. Da ist ein Snapshot. Schnappschuss 1 von 50. Check. Erzähl doch mir, Mr. Wildstyle, als du einmal die Snapshots gemacht hast und einfach auch nochmal nicht mehr angefunden hast, also angefunden hast. Oh ja, das war auch... Das war, glaube ich, beim ersten Versuch der 100% von der ungeschnittenen Version, glaube ich. Deswegen hatte ich das auch aufgehört zu spielen. Ich hatte 49 von 50 Snapshots. Ich bin überall rumgefahren, um den letzten Snapshot zu finden. Überall rumgefahren. Ich bin die ganzen Orte nochmal abgeklappert, um diesen letzten Snapshot abzufotografieren. Laut Liste ist das ja... Das kann ich euch eben schnell auf der Karte zeigen. Hier... In diesem Raum ist ein Snapshot. Das ist der letzte, der von meiner Karte aus, mit der ich auch die ganze Scheiße auch momentan angehe, markiert ist. Da, hab ich nie angefunden.
Und woanders war auch keiner. Deswegen habe ich bei 49 von 50 Schnappschüssen stecken geblieben. Und hatte dann keinen Bock mehr. Bis dann irgendwann der kleine Kasten mich überredet hat. Komm, spiel nochmal San Andreas. Eben. Einfach nochmal neu machen. Einfach nochmal neu machen. Ich war ja sowieso nicht weit, hab die ganzen Nebenmissionen eh nicht gemacht. Also von daher. Wen schadet's? Den Polizisten, den ich gerade mit dasselbe erwischt habe. Dem hat's auf jeden Fall geschadet. So. Nummer 2 ist hier oben. Ich will immer noch. Vor allem, das Geile ist, unten rechts ist ja. Steht ja, wie du ranzoomst mit L1 und R1. Aber ich will immer noch auf der PlayStation 2 die Steuerung nehmen. Ah, guck mal, da vorne ist ein Police Bribe. Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Da kann ich in Ruhe umschalten. Perfekt. Ich will ja immer noch mit Viereck und der X-Taste ranzoomen. Mit der Oldschool PS2-Steuerung, aber dies ist die PS3-Fassung aus dem Jahre 2015. Hat nur 11 Jahre gedauert, bis sie erscheint für die PS3. Hat nur ein Jahr gedauert, bis parallel zur Xbox 360-Version erscheint. Boah. Wow, das war gerade cool. Nein, 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 Saber, bleib auf den Rädern. Besten Dank. So wollen wir es nicht haben. Wer weiß, vielleicht ist dieses Projekt schon draußen, was ich als Nebenprojekt oder als Nachfolgeprojekt schon mal angehe, ist Grand Theft Auto Vice City. Morgen wird sich's gekauft. Yeah! Denn, schon drauf. Wir sind zwar mit den Videos in 2 Wochen im Verzug, 3, 4 Wochen ungefähr, weil ich ja schon wie ein Bekloppten im Voraus aufnehme. Aber die Abwärtskompatibilität ist endlich da und mein Gott, es ist kein Disk-Support. Es ist sogar noch besser als kein Disk-Support, es ist ein Kauf-Support. Naja. Was für verschissene Abwärtskompatibilität, das ist einfach nur nochmal aufgelegt. Es ist einfach nur nochmal aufgelegt und aufgehübscht. Nicht so wie bei der Xbox One, wo wenn du die Xbox 360 spiele, die kompatibel sind, nur die in der Xbox One schiebst und der dir die automatisch runterlädt. So ist das nicht. Ja? Eiskalt nochmal Geld. Eiskalt nochmal Geld, aber weißt du was? Die 15 Euro gebe ich liebend gerne für Vice City aus. Nicht nur weil es ungeschnitten ist, sondern auch weil es mein absolutes Lieblingsgame ist und das habe ich häufiger schon gesagt. Gleich ist sie selber hin, bevor ich überhaupt zum vierten Snapshot komme. So. Ja, kann ich die nächste direkt rechts an. Perfekt. Dazu nochmal 15 Euro für San Andreas verlangen ist. Und das Lustige ist ja, es ist eigentlich die PS2-Fassung in 1080p und sind die gleichen. Es ist die PS2-Fassung hochskaliert in 1080p. Also das, was ihr hier jetzt momentan seht, das möchte ich nochmal ganz stark betonen, ist die PlayStation 3-Fassung, die am 1. Dezember 2015 erschienen ist. Streng genommen ist es eigentlich die Android-Fassung, aber es ist für PS3 portiert worden. Sagen wir es mal so. Jupp. Ja, die Xbox und PC-Fassung sind ja eigentlich auch nur Portierungen von der PS2, ne? Wenn man es ganz streng sieht. Ganz streng? Naja, aber PC ist schon ein bisschen anders gemacht worden. Von den Texturen her, finde ich. Ich hab halt ja die YouTube-Videos gegeben, gell? Ja. Und ich finde, es schaut schon ein bisschen anders aus als auf dem PC. Wenn es in 1080p ist, was eigentlich 1920 mal 1080 ist. Das Coole ist aber, was auch unter anderem ein Kaufgrund ist für Vice City, Trophäen-Support. Finde ich mega cool, dass sie es reingepackt haben.
Alter, du Schwuchtel. Stell dir mal vor, eine unerreichbare Trophäe in GTA 3. Erreiche Krankenwagen Level 12 und schließ es ab. Oh. Kann sogar wirklich sein, dass du es machen musst. Wenn du schon in San Andreas hast machen müssen für eine Trophäe. Deswegen kann ich es mir ziemlich gut vorstellen. So, bevor wir hier weitergehen, nehme ich diesen Snapshot mit. Von der Marinebase. Dann haben wir den die Schwulität schon mal weg. Dann brauchen wir nicht mehr ins Wasser zu fahren. Mit den Schnappschüssen. Vielleicht gab es ja noch einen. Unter einer Brücke. Keine Ahnung. Werden wir eh sehen. Passend zu San Fierro läuft SFU Arm Radio. Als Radio Station. Und dasselbe ist mir gerade aufgefallen. Ups. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich nehme näher Tote in San Fierro mit als, scheiße, als irgendwo anders. Jetzt muss ich schnell machen. Schnell, 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 schnell. Bist du sicher nicht sehr fußgängerfreundlich? Nicht unbedingt. Ich meine, ich muss ja auch noch ein paar Leute töten, um auch nochmal eine Trophäe zu bekommen. Das wird ja nämlich nicht nur ein 100% Run, sondern es ist auch Road to Platinum. Road to Platinum. Woher hast du den Namen wohl aus? Road to Platinum? Ja. Wieso? Wo soll ich den Namen herhaben? Road to WrestleMania. Nein! Hört sich für mich total danach an. Hört sich für dich total nach Road to WrestleMania an. Der Unterschied ist, dass dieser Trophäenrun besser wird als die letzte WrestleMania. Oder sagen wir so, als WrestleMania 29 eher. Gott, WrestleMania 29 war so scheiße, ey. Ich finde, der jährige WrestleMania war nicht wirklich besser. Nö, da war lediglich nur das allererste Match. War gut. Das Intercontinental Title Ladder Match. Das Ladder-Match war göttlich, aber den Rest hast du in die Tonne treten können. Selbst das Undertaker-Match. Und wie, Alter? Was er in den letzten Jahren... Was sein Markenzeichen ist, dass es total beschissen ist. Seit WrestleMania 25, kannst du sagen, oder seit WrestleMania 21, waren das Top-Matches, naja gut, außer das gegen Mark Henry, bei WrestleMania 22. Waren das richtige Knaller-Matches? Vor allem unter anderem auch mein absolutes Lieblingsmatch immer noch: Undertaker gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 25 in Texas. Mei, aber ich hab das bei Survivor Series das Jahr war nicht schlecht gegen. Und bei Night of the Champions. Da hättest du was Besseres rauspacken können. Als 25th Anniversary vom Undertaker. Also wieder Brock Lesnar gegen Undertaker? Nee, dieses Tag Team Match, dieses unnötige Tag Team Match, was wir hatten. Ach so, das Mann. Ich hätte irgendwie noch verstanden, wenn das als Handicap Match irgendwo hingepackt hättest. So 2 versus 4, einmal die komplette Wyatt Family gegen die Brothers of Destruction. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das wäre cool gewesen. So, ich muss nochmal zum Country Club, ne? Dafür fahre ich jetzt die falsche Richtung. Naja, gut. Alle Wege führen nach Rom, sagt man. Und alle Wege führen dies auch zu den Schnappschüssen, nachdem ich hinterher bin. Jo, Washington hakt noch einmal nach. Der arme Blisterfahrer. Diese Snapshots freue ich mich schon. Wo ich hier gerade lang fahre. Der kleine Kasten sieht das ja nämlich nicht. Ah, wie sich die Zeit verändert. 1992 hat man noch eine Kamera gehabt. Genauso wie 1986. Und dann 2008.
hat man so ein billiges Handy gekriegt, was man gegen ein anderes billiges Handy mit Farbdisplay austauscht hat. Und 2013, sprich 2015, hat man ultra coole Smartphones. Wo man mit seinen Freunden über unnötige Sachen diskutieren und streiten kann. Nikos, Roman, let's go bowling! Let's go bowling! Okay, another time then. Ich hab die Nachricht nie gekriegt. Trotz zwei Streichel Nachrichten, also durch einen zweifachen Haken. WhatsApp or what? Da will mich jemand herausfordern in einem Shelby. In einem Shelby? Good luck. Oh, hier liegt ein Baum. Da ist wahrscheinlich das Taxi eben gegen den Baum gekracht. Ich meine, gut, die Straßenbäume hier, die halten ja auch nicht wirklich aus. Guck mal hier. Eins, zwei, drei. Drei Bäume liegen. Und eine Frau tot auf der Straße. Regenbogen. Toll. Toller Regenbogen. Alter, glaubst du, du kannst mit deinem Schrott-Shelby gegen meinen Camaro Bestand halten, Alter? Zumindest ist es ein amerikanisches Duell. Ich find's witzig, nämlich auf Facebook, wenn's mal gibt, es gibt so Seite Full Size Chevy. Und um ja. Die Chevrolet gegen die Ford-Besitzer. Es ist so witzig. Camaro, die eine Seite Camaro, Camaro, die andere Seite Mustang, Mustang. Ich würde aber allerdings auch den Camaro bevorzugen. Vor Mustang bevorzugen, ja. Bei der allerersten Generation, also 1930, jetzt bin ich mir nicht so sicher, gell? Generell so die ersten 10 Jahre von den Mustangs, 1964 bis 1973, das sind die geilsten Modelle eigentlich. Vor allem die 67er Fastbacks und alles, die sind sauteuer. Ja. Alter. Auf zur Gantt Bridge. Wie sie im Spiel heißt. Ich hab Bock mit einer PCJ zu fahren. Besten Dank. So. Wie komme ich am besten ins Dach? Auf die Brücke. Ah, da. San Fierro. Gut, dass man hier nicht die Krankenwagenmission machen. Gut, dass wir die schon weg haben. Können wir uns durchschlängeln? No access across bridge. Wir sind aber auf der Brücke. So, und hier ist endgültig Schicht. Hier ist endgültig Schicht. No cars beyond this point. Das heißt, wir haben Las Venturas und das Umland noch nicht freigeschalten. Aber trotzdem können wir diesen Schnappschuss. Komm schon, MP, MP, MP. Da hat wohl jemand das Need for Speed Fieber bepackt. Boah! Mein Auto ist gerade in Meeresgrund versunken. Da ist wirklich jemand in Need for Speed Fieber, wa? Es ist einfach geil, Alter. Wie gesagt, ich freue mich schon so auf die Problemschnappschüsse von mir. Wo ist denn der? Ja. Bisher habe ich immer noch Glück gehabt. Ah, der Typ hat mit Swap King, da irgendwie hat er Glück gehabt, dass ich jetzt Wasser gefahren bin. Das ist am Pizza Stack. Genau da. Ich werde es nie lernen. Ich habe immer die Daumen, wenn ich in diesem Zielmodus der Kamera bin, auf Viereck, um ran zu zoomen.
Hier oben auf der Gava Bridge ist auch was. Beziehungsweise ein Snapshot. Na, Freunde. Mal so ein kleines Quiz für zwischendurch. Was wird hier porträtiert? Beziehungsweise welches Ereignis wird mit dieser kaputten Brücke dargestellt? Ah, hier ist die kaputte Brücke. Das ist von 1988. The Door at the Corner. Erdbeben. Hab ich's richtig? Du hast es richtig, genau. Yeah. Außer die Jahreszahl. Das war nämlich 1989. Ups. Auch bekannt als der World Series Earthquake. Da war gerade eine Vorbereitung. Während das Erdbeben passiert ist, gab es eine Vorbereitung für ein Finalspiel der MLB. Deswegen heißt er World Series. Waren zwei Westvereine, die da gegeneinander gespielt haben, und in San Francisco ist dieses Spiel ausgetragen worden. Bis dann das Erdbeben passiert ist. Choral. Ja, so Choral finde ich das nicht, ne? Stell mal vor, das Eprize, das Stadion wäre mit eingestürzt. Wäre das Erdbeben noch heftiger gewesen oder das Epizentrum weiter unterm am Stadion dran, ne? Mm, dann natürlich das Traum. Das war ja kein leichtes Erdbeben, ne? Sicher, so wie das in der Anfangsszene von Two and a Half Men. Nö, keine Ahnung. Ich hab nie Two and a Half Men so richtig geschaut. Ich find daran nichts. Okay, ein bisschen witzig ist es schon. Der alte AIDS-Sack. Der Sack voller AIDS. Hat er die Nachricht von Peter Griffin überreicht bekommen? You have AIDS. Yes, you have AIDS. You have AIDS. Ich fand die Szene auch so göttlich im Family Guy. So. There we go. Schnappschuss Nummer 16. Du, das wird heute viel schneller gehen. Oh my goodness! Okay, ich sollte mich ja eigentlich auch mal verhaften lassen, aber... Jesus Christ, not now! Wo ist der? Bitteschön. Ach, der ist direkt da. Der müsste doch direkt hier sein. Oh. Ja, da oben. Wie recht ich doch hatte. Schnappschuss 17 von 50. Trotzdem muss ich jetzt gucken, dass ich meine Multitasking-Fähigkeit unter Beweis stelle. Einmal in einer Hand den Controller, die andere Hand auf der Tastatur, um halt das Bild zu changen. Das Bild zu wechseln. Oh Gott, ich bin in Sam Fierro auf die Leute nicht besonders gut zu sprechen. Nächsten, den ich überfahren habe gerade. Schnappschuss 18 von 50. Hast du noch irgendwelche Themen, mit denen wir um uns her schmeißen können? Na sicher. Die Automobilkämpfe der Geschichte. Chevrolet Camaro gegen Ford Mustang. Porsche 911 gegen Ferrari. Naja, das kannst du jetzt nicht so greifen. Eher Ferrari gegen Lamborghini. Das ist eher. Stimmt eigentlich. Ferrari gegen Lamborghini macht vielleicht eher sogar mehr Sinn. Aber Ferrari gegen Porsche wird da wieder Sinn machen, weil beide ein Pferd haben als Logo. Ja, stimmt. Das Pferd ist ja von Porsche im Stuttgarter Wappen drin, ne? Jo. So, hier war das Problemkind, was mir das Leben damals zur Hölle gemacht hat. Oh Mann, es gibt so ein geiles Video auf YouTube, das muss ich dir mal sagen. So,
Porsche, nein, Porsche Boxster gegen Chevrolet Camaro. So. Aber das zeigt ihr dann mal später. Es ist 0 Uhr und ihr seht das Leuchten. Am Himmel. Es ist 0 Uhr, Zeit für Gespenstergeschichten. Ach, guck mal, ganz da oben ist die Scheiße. Na gut. Wisst ihr was? Ich sammle die Scheiße gleich auch ein. Wollte eine gruselige Gespenstergeschichte hören um 12 Uhr. Achso. Montag. Montag. Gott, der Witz ist auch so alt, ey. Ich höre die ganze Zeit WCTR, ja, deswegen höre ich einen Scheißdreck. Carlton Heights, die legendäre Serpentinstraße. Kannst du bitte Laszlo hören? Kannst du bitte Laszlo hören? Natürlich. Der auf Tracy steht. Gunning with Maurice. Gunning with Maurice. Okay, das ist der falsche Burger Shot. Hier ist ja auch noch was. Fernando Martinez. Darf sich Kindergärt nicht mehr nähern. I am Fernando Martinez and this is Emotion. Und patrouilliere 16 Kilometer. Auf Streife. Der kleine Kasten ist auf Streife. Er ist auf Streife. Ich bin auf Streife, ich bin auf Streife. Hier ruhig rauffahren können. Erhöht deine Robustheit, um weniger Schaden durch Gegner zu nehmen. Falls ihr euch jetzt wundert, warum es so eine. Warum die Konversation. Ja, so schleppend vorangeht und auch mal ein paar etwas ruhigere Passagen sind. Das kann ich euch in aller Seelenruhe beantworten. Das ist quasi eine Skype-Konversation, wie wir sie eigentlich führen, wa? Eigentlich schon. Es gibt dann auch mal wieder Passagen, wo dann wieder mehr geredet wird. Genau. Das ist halt so normal. Maler, kennst du nicht? Ich sollte mal meine YouTube-Karriere mal festhalten. Draw my lifestyle. Draw my lifestyle.